Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 4. Wir sind hier im wunderschönen Kairo, glaube ich, gelandet. Und ich habe rausgefunden, man soll ja mitfahren. Und ich habe ja im Guide geguckt. Könnt ihr wahrscheinlich auch dann sehen, wenn ich das nächste Mal im Menü bin. Okay, so gebe ich Gas, so bremse ich. Ich habe nämlich rausgefunden, es gibt ein Pausenmenü, da sehe ich zum Beispiel gerade den Guide im Hintergrund. Bei dem man auch in die Option und zurück zum Hauptmenü kommt. Ich habe nämlich immer das Spiel alterviert, weil ich nicht wusste, wie ich das dann steuern soll. Oh, das macht sogar Licht, das ist ja cool. Also das Spiel hat da, also die Spiele haben ja immer technische Fortschritte gehabt. Alter. Steig doch ab. Ne, gib mir mal irgendwie die Shotgun oder so. Was habe ich drin? Ne, die Rüstung brauche ich gerade nicht, danke. Mein Revolver. Ach, dafür haben wir 30 Schuss. Gut, ich habe die normale Shotgun Ammo, glaube ich, geladen. Okay, dann ignorieren wir den und hauen ab. Ich dachte, okay. Ich weiß, dass wir hier immer Granatwerfer noch bekommen sollen. Die würde ich gerne mitnehmen. Ich weiß nur leider nicht, wo oder wie oder was oder wann. Der war es, glaube ich, nicht. Oder? Nee. Ich könnte hier lang jumpen. Will ich das? Vorteil ist, man kann hier alle umfahren, also viele. Ja, rückwärts. Okay, rückwärts funktioniert nicht so gut. Lass mich kurz abschneiden, ich möchte gerne die Munition haben. Ich würde gerne gucken, was da oben ist, zumindest. Zumindest gucken. Kostet ja nicht viel. Außer ein bisschen meiner Zeit. Ich finde es ja schon wieder blöd, dass hier so viel wieder Shooter-mäßig ist. Bin ja nicht so der Fan von den Shooter-Elementen, die das Spiel man vielleicht merkt. Oder von den Rätselelementen oder den Jump-Run-Elementen oder irgendwas von dem Spiel. Okay, das sieht einfach irrelevant aus. Das sieht nicht aus wie irgendwas, was ich machen wollen würde. Unbedingt. Ich denke, dann ignoriere ich es einfach mal. Ja. Ich habe im Guide geguckt, yo, hol dir mal okay, Granatwerfer hier irgendwo. Ich habe natürlich gelesen, wo. Ich habe nur aufgemacht, gerade noch spontan, weil ich wollte gerade aufnehmen, da ich so, vielleicht wäre es doch eine kluge Entscheidung, einfach schon mal vorab den Guide aufzumachen, damit ich wenigstens Hilfestellung habe, wenn ich sie benötige. Ich frage mich gerade, was hier, also wo ich hier lang gehe. Ist das hier gewollt? Ist das hier endlich gerade ein Secret? Gar keine Ahnung. Okay, das ist so geplant von mir. Oh, hallo Herr Ratte. Okay, ich glaube, das ist relevant, dass wir das machen. Also, weiß nicht, ob es relevant ist, aber sieht irgendwie so aus. Kannst du mir bitte zeigen, was du machst? Natürlich nicht, warum auch? Warum sollten wir das Spiel zeigen, warum sollten wir ein Spiel mehr zeigen, was es macht? Das ist ja vollkommen unspaßig. Okay. Es kann sein, dass es das zugemacht hat. Wo ich mich über ein Geräusch gefreut hätte, dass ich es merke. Aber gut, dann halt nicht spielen. Weil dann könnte ich mir vorstellen, dass ich das vielleicht runtergefahren habe, dass ich da langfahren kann mittlerweile. Also vorher ging es halt nicht und jetzt kann ich es halt. Aber Spiel denkt sich so, nope. Hat sich irgendwas verändert? Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht mal erkennen, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, so viel Drehzahl zu haben, du Ding. Ich hab keine Ahnung. What the fuck? Hä? Wo schießt der denn? Warum schießt er so heftig? Mach ich irgendwas falsch? Mal sagen, ich mache hier einen neuen Save und nehmen wir mal Medi Pack ein kleines zumindest. Fühle ich gerade nicht so, dass hier. So, okay, das ist gerade, das ist cool. Wie hätte ich hier speichern sollen, nachdem ich mich umgedreht habe und geguckt habe, ob es hier was gibt? Irgendwie kommt es mir so vor, als würde das Spiel irgendwie zu schnell laufen gerade. Weil, okay, wenn die schnell schießen, verstehe ich es irgendwo. Aber der schießt halt wirklich, wirklich, wirklich schnell. Können wir versuchen mit der Armbrust, die wahrscheinlich eher links ist, genau. Dazu gucken, ob ich irgendwo sehe.
Ich würde tippen, dass er irgendwo auf dem Dach sitzt. Aber wo, gar keine Ahnung. Ach, da zum Beispiel. Ach, da ist ein Gatling-Gun. Okay, das macht doch Sinn, dass du so schnell schießt. Ich hab mal hingeschossen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das der Sinn davon ist. Ich würde gerne mal gucken, ob ich die überhaupt zerstören kann. Ich gucke einfach kurz nach. Okay, ich muss gestehen, ich habe mir den Guide durchgelesen. Das ist, also der war mal mit Bildern. Aber ich verstehe halt absolut nicht, was das hier will. Also irgendwelche Türen eintreten. Ohne Bilder sagt mir das wirklich gar nichts, was ich hier tun soll. Also irgendwas mit dem... Also das ist irgendwie der nächste Schritt. Und, aber irgendwie soll ich da rauslaufen und irgendwelche Sachen machen. Warte mal, hier habe ich geparkt. Okay. Okay, das ist das hier. Meine, also ganz ehrlich, das ist richtig beschissen gemacht. Was soll denn das? Und die Leiche kann ich wechseln, das habe ich gelesen. Und hier gibt es irgendwie Medipack noch. Keine, habe ich nicht gesehen. Ja, warum soll ich hier wegziehen? Was habe ich davon? Vor allem, warum fehlt ihm ein Bein? Liegt hier irgendwas zufälligerweise? Was ich jetzt gerade nicht sehe? Kann ich was mit der Leiter machen? Anscheinend nicht. Ach, da liegt das Medipack. Dann müssen wir mit. Also ganz ehrlich, ich bin echt kein Fan von diesem Spiel gerade. Das ist einfach richtig komisch. Und wie gehe ich hier hin? Dann sollst du hier bitte... Spring doch da rein. War ich eben gerade noch hier drin? Ich bin gerade, ehrlich gesagt, komplett verwirrt, wo ich gerade hin soll oder was ich hier gerade mache. Oder war ich hier? Ich war hier, ne? Ja, ich war hier. Okay, aber irgendwie komme ich gerade immer noch nicht weiter. Okay, da komme ich nicht hin. Da war ich ja schon drin. Da ist nur dieser komische Schalter, der mir nicht weiterhilft gerade. Also, ich muss sagen, diese Maschinenwehre sind wirklich kompletter Schmutz. Das ist wieder so ein Punkt. Hey, nimm Schaden. Du willst keinen Schaden nehmen? Fick dich. Das ist einfach so, warum baut man denn so Spiele, dass man da unbedingt Schaden bekommen muss? Ich will das hier flawless machen. Dafür, dass ich, also ich bin zwar zu dumm für flawless, das weiß ich auch. Aber ich würde es halt gern flawless versuchen. Bin ich jetzt hier da, wo die Leiche war, oder... Ich hab gar keine Ahnung, ich habe nicht so viel nach oben geguckt und ich konnte sowieso nichts erkennen. Ich habe gar keine Ahnung, was das hier alles ist. Okay, warte mal, ich lade nochmal einen anderen Speicherstand und ich weiß nicht, wo der war. Okay, ich habe nicht gespeichert, nachdem ich das Ding ausgelöst habe. Gut zu wissen. Weil kann ich mir sparen, von den Maschinengewehren anzugeschossen zu werden, wenn ich nochmal zurückfahre, weil da ist ja anscheinend nichts. Auf die andere Seite müsste ich noch, da könnte ich vielleicht hinlaufen. Oh Gott, musst du sowieso. Ah, das wird schwierig jetzt. Das war der falsche Knopf, Freddy. Wir brauchen den hier. Ja, okay. Es funktioniert absolut nicht. Also man kann nicht aus dem Sprinten springen. Das ist doch richtig. Warum trefft ihr mich hier? Sonst habt ihr mich da nie getroffen. Das ist auch so richtig dumm, dass. Einfach der komplett schießt und da muss man eine Tür eintreten, von der ich nicht mal wusste, dass es geht. Ich weiß echt nicht, was sich die Entwickler dabei gedacht haben. Also das Spiel hat immer so Phasen, wo ich denke, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Und dann gibt es Phasen, wo ich denke, fick dich, du Mistspiel. Okay, ich kann es nicht nochmal schieben. Erziehen. Kann ich nochmal
Hier kann ich ihn auch nicht anfassen. Nee. Ich entspreche hier nochmal. Nein? Nur mal fragen. Okay, hier ist anscheinend nichts zu tun. Ich habe auf jeden Fall das weggemacht. Keine Ahnung warum. Gespeichert habe ich. Dann kann ich eigentlich nochmal versuchen. Nein, sprinten darf ich ja nicht. Dann kann ich eigentlich nur noch versuchen, in die andere Richtung zu laufen. Mit dem Motorrad soll ich es eigentlich nicht versuchen, denke ich mal. Erstmal wollte ich mich heilen. So. Dann nochmal speichern. Ich kann noch versuchen, mit dem Motorrad das zu machen. Ich glaube, ich habe einfach einen Speicherschirm jetzt übersprungen, weil ich klug war. Mal wieder. Aber ich hätte es erwartet, dass der so eine Waffe, also dass die mit solchen Waffen schießen. Okay, ich denke mal, hier werde ich das Motorrad brauchen. Also, wenn. Ich verstehe halt nicht, wofür da eine ganz andere Scheiße hier war. Weil irgendwie gefühlt war das alles komplett nutzlos, was ich gerade gemacht habe, weil die scheiß Gewehre da immer noch sind. Ich kann sagen, dass ich irgendwas komplett verpasse, weil. Was weiß ich. Warte mal. Klettert in den nächsten Gang hoch, Bill. Dreht euch um. Klettert in den Spalt hoch. Vergesst nicht, die Kriegtaste folgen. Ist das jetzt das, was ich meine an der Hebel, den ich gemacht habe? Tote Wache. Aha, kleines Medipack. Man kann die Wache nehmen. Nach getaner Arbeit geht es wieder draußen durch den breiten Gang von den Maschinengewehren weg zum Motorrad, okay. Ich habe gar keinen, was der Guide mir sagen möchte. Ich nehme einfach ein Motorrad und fahre den Weg da lang, den ich gerade gesehen habe. Ja gut. Fahr dich halt komplett fest, Leute. Geil. Hat das Ding keinen fucking Rückwärtsgang? Okay. Dann habe ich das aber geskippt. Wenn das wichtig war, dann ist das halt so. Na, ist schön, schönes Game Design. Das macht wirklich Spaß. Das ist absolut gut. Was soll ich denn da machen? Woher soll ich wissen, dass da ein Abgrund ist, über den ich einfach nochmal rüberfahren kann? Das ist doch so dumm. Okay, wozu bin ich jetzt? Jetzt bin ich hier, wo ich alles schon gemacht habe und ich einfach nur nicht wusste, dass ich, oder einfach noch nicht mein Motorrad wieder geholt habe. Dann würde ich sagen, mache ich den gleichen Scheiß nochmal, weil das war bisher mein bester Guess. Ja, stimmt, ich muss ja das hier drücken. Okay, da ich hier relativ safe bin, würde ich sagen, speichere hier nochmal. Und ich habe mich vergessen, okay. Ja, jetzt habe ich gebremst, das war ein Fehler. Jetzt habe ich die Sprint-Taste an, das hat nichts gebracht, geil. Ich frage mich echt, was denken sich die Entwickler? Dass das hier Spaß ist? Jo, du hast keine Ahnung, was du machen sollst, probieren wir mal ein bisschen rum, vielleicht schaffst du es irgendwann. Gerade eine fucking Clusterbombe auf mich geschmissen und gegen gefühlt alle Kriegsregeln verstoßen. Ich weiß gar nicht, sind Clusterbomben erlaubt bestimmt, oder? Ich meine, ich habe irgendwas mal gelesen, dass es nicht so ist, aber wer weiß. Was weiß ich schon. Also wenn das Spiel jetzt irgendwas mit diesem Maschinengewehr irgendwo noch machen möchte, macht es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schlechten Job, es mir zu erklären. Weil für mich sieht das jetzt ehrlich gesagt erstmal so aus wie, jo, du kannst das machen, aber wenn nicht, ist auch okay. Wie soll man das denn schaffen? Ich glaube, ich lese mir jetzt wirklich erstmal den Guide für diese durch, weil ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich habe es gerade nochmal in den Guide kurz reingelesen, als es geladen hat. Da wird von komplett anderen Sachen gesprochen, wo ich noch gar nichts getan habe. Also. Oder ich kann es aber versuchen. Der Guide möchte, dass wir nochmal zurückfahren, glaube ich. Wo wir mit dem Motorrad springen können, über einen kleinen Hügel. Der aber gefühlt bei mir schon ein halbes Jahr vorbei ist, also wo ich schon ewig nicht mehr war.
Dieses Level-Design ist halt echt nicht gut gemacht. Ja, schießt halt noch weiter auf mich. So, hier war das andere Ding. Hier wollte ich nicht hin. Oder? Kann ich hier hoch? Nee, schade. Und das andere geht ja auch nicht. Ich soll da, glaube ich, hinspringen. Das hat das irgendwie aufgemacht, meine ich. Aber hier war ich ja schon echt lange nicht mehr. Das klappt natürlich nicht. Geil. Kann mir nichts Schönes vorstellen. Habe ich denn hier einen Boost? Steig doch ab, Lara. Meine Fresse, geht mein Leben. Okay. Also da kann ich auch anscheinend irgendwo lang krabbeln. Höre ich jedenfalls. Sehen tue ich ehrlich gesagt gerade nichts. Und hier rutsche ich auch runter. Naja, natürlich rutsche ich da runter. Warum auch nicht? Ich kann ja mal mit einer Flare hier langlaufen und gucken, ob ich irgendwas sehe. Hier ist ja auch so eine Scheißwaffe, die ich aber irgendwie kaputt gemacht habe. Wann auch immer. Da komme ich auch nicht hoch. Gibt es hier eine Tür, die ich eintreten kann vielleicht? Nee, natürlich nicht. War ein Versuch wert. Da oben war ja der Revolver, den ich geholt habe. Das Ding ist kaputt. Kann ich was mit dir machen? Schade, nein. Also sie kann man anscheinend auch zerstören. Oder das ist einfach nur buggy, aber das wäre mir egal, wenn es bei mir buggy ist. So. Dann ist da der Typ, mit dem ich nichts anfangen kann. Schade. Dann haben wir unser Motorrad hier. Warte mal, ich kann das so machen. Also die Steuerung ist absoluter Schmutz von dem Ding, muss ich gestehen. Also eben konnte ich ja nicht beschleunigen irgendwie. So richtig. Okay. Ist ja wahrscheinlich, soll ich über den Hügel hier springen eher. Das macht vielleicht mehr Sinn. Weil der andere ist irgendwie nicht so richtig gut platziert dafür. Das klappt schon mal. Okay, ein Schuss nach Boden. Das habe ich schon mal gefunden. Wo hat der Guide gesprochen? Bin aber kein Fan von diesem Level-Design, weil das sieht einfach alles schrecklich aus. Also, ich habe keine Ahnung, wann, zu welchem Zeitpunkt ich wohin darf und was ich hier alles tun soll. Okay, hier ist anscheinend eine Garage, durch die ich vielleicht durchfahren kann. Damit habe ich es nicht gerechnet, dass ich hier einfach ins Wasser falle. Was nicht so cool ist tatsächlich. Ich habe gedacht, wir sind hier in irgendeinem Brennraum und werden jetzt getötet, aber anscheinend nicht. Schrotflinte hätte ich gezogen, also hätte ich im Schnellzugriff, wenn ich auf Leertaste drücke, das ist gut. Meine Flare ist aus, schade. Und diese leuchten nicht so lange tatsächlich, aber wir haben jetzt genug davon. Oh Gott, ne, hier, für die würde ich eigentlich nur meine Pistole benutzen, weil ansonsten wäre es gewastet Ammo. Okay, zwei sehe ich gerade noch, die ich nicht so gut treffe tatsächlich. Ich glaube, sie sehen mich auch nicht, das ist ganz gut. Will ich wissen, was das ist? Okay, nur ein Fehler, was ich festgelaufen habe, weil es hat sich irgendwie komisch angehört, das wäre so etwas Größeres. Das Größere hätte ich nicht so gefühlt. Also ganz ehrlich, wie hätte ich wissen sollen, dass ich hier hin soll? Also klar, das sah abgesperrt aus und so, hey, fahr da mal rein. Das hat schon war ein bisschen einladend. Aber das ist halt nicht so komplett offensichtlich, dass ich da hin soll. Das ist halt eher so, ja, wenn du Bock hast, kannst du da mal reinfahren, aber es ist halt so ein Nebending. Wahrscheinlich ist es doch nur ein Nebending oder so. Ich habe das gemacht und hier gibt es dann gleich 1000 Secrets, aber nee. Wir können mal die Statistics gucken. Von der Ding, Secrets found 31 von 70 haben wir gerade. Also knapp die Hälfte. Wovon, ja okay, einige waren einfach schon vom Guide. Achso, hier ist ein Laser Sight, noch eins. Das kann man wohl auch auf Revolver bauen. Aber dafür müsste ich von meiner Armbrust runternehmen. Anscheinend.
Okay, der liegt ja irgendwie ziemlich auffällig. Können wir irgendwas machen? Ich habe gerade irgendwas mit wendet euch nach links und irgendeinem Spalt gelesen im Guide. Keine Ahnung, wo der sein soll. Ich würde vermuten hier, aber ich sehe keinen Spalt. Das sieht aber irgendwie so ein bisschen out of place aus. Aber ist es anscheinend nicht. Gut zu wissen. Da oben ist was, aber ich glaube, da sind wir runtergekommen, oder? Huh. Gar keiner, was ich hier tue. Oder sind wir hier runtergekommen? Ne, wir müssen da, glaube ich, runtergekommen sein. Aber hier kann ich doch gar nicht hin, oder? Nö. Wie denn auch? Das wollte ich nicht, Lara, aber danke. Ich wollte erst mal sagen, das reicht dann für diesen Part. Ich hoffe, es gefällt euch, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.